So, habt ihr das Video von Jonas Emschen gesehen? Kaiser kommt da kurz drin vor? Echt? Was? Wo komme ich denn? Jonas. Upsi. Jonas Ems. Hallo, ich kann ja mal schreiben. Wir schauen mal aus. Diese Seite liegt Fotos von mir. Real Talk. Von mir auch, oder was? Ey, Leute, was geht? Ey, wehe, wehe. Ich bin Jonas und ich habe mich letztens selber gegoogelt. Ich weiß nicht genau, ob ich das aus purem Narzissmus tue oder weil ich wirklich einfach neugierig bin, was so über mich geschrieben wird. Aber ich mache das wirklich ab und zu einfach mal. Ich google mich einfach selber. Gibst du Bilder selber, von also meinen Namen. Nee. Und genau das habe ich eben auch letzte Woche getan und bin über eine verstörende Webseite gestolpert. Warum dieses Video hier auch für euch wichtig ist und Kino wie angebliche Nacktbilder von mir veröffentlicht wurden, das... Oh, oder so Deepfake? Oh, ich will nicht spoilern. Erfahrt ihr in diesem Video. Kapitel 1, das Forum für heiße Leute. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich den Vorkomme. Wenn man irgendwas googelt, dann gibt es ja die verschiedenen Google-Einträge und da gibt es ja dann auch verschiedene Seiten und man weiß... Was schreiben die Leute über Jonas, ha? Webvideoproduzent. 96 ist er geboren. Wo wohnt Jonas Ems? Wie hieß Jonas Ems früher? Hat Jonas Ems Abitur? Ta, witzig. Ja, und man weiß ja irgendwie so, wenn man... Jonas Ems, offizielles Management. Je weiter man quasi klickt bei den Seiten, umso unseriöser wird es irgendwie. Und ich weiß gar nicht, nach was das genau gerankt ist bei Google. Aber die Webseite, auf die ich gestoßen bin, kam ungefähr so auf der zweiten oder dritten Google-Seite, wenn man mich googelt. Und diese Seite ist ein Forum mit dem Titel LPSG. Jonas Ames, German YouTuber, Models and Celebrities, oha. Und einem Eintrag oder Thread, der Jonas Ames, German YouTuber heißt. Und LPSG, da wusste ich erst gar nicht genau, wofür das steht. Bedeutet aber wohl Landespflegestrukturgesetz bei Google hier folgende Infos dazu. LPSG, die aktuelle Situation für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in Baden-Württemberg. Spaß, das ist ein anderes LPSG. Das richtige LPSG, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wofür dieses LPSG genau steht. Sicher irgendwas mit Porn. Aber wenn man das LPSG-Forum googelt, dann steht dort folgende Info. The LPSG community has thousands of sexy people who love to show off. Create a gallery of your own and exchange feedback with other members. Little Fat Shop Game. Junge, wenn die da irgendwelche Bilder von mir gemacht haben, dann hoffe ich, dass sie mir einen klitzekleinen Penis gemacht haben, weil dann kann das keiner verwenden. Meinem Verständnis nach müsste es in diesem Forum eher um Nutzer gehen, die sich gerne vor anderen Nutzern präsentieren oder vergleichen und was auch immer dort tun. Okay, aber offensichtlich werden dort eben auch Threads angelegt von Personen des öffentlichen Lebens, wie mir zum Beispiel, was ich tatsächlich per se schon mal erstmal was gruselig finde. Dafür spricht auch, dass man, wenn man das Forum eben googelt, dass es da diesen Unterreiter gibt, hier mit Mod. Mhm. Oh! Ah, hier! Oh mein Gott! Models and The Large Penis Support Group, LPSG. Jonas, das hast du nicht gesehen? The Large Penis Support Group. Mhm. Naja. Celebrities, alol. Jetzt sehe ich hier oben erst, wofür LPSG steht. Ah, LPSG ja, steht ja für Large Penis Support Group Forums. Yeah. Okay, klar, ist schon mal in einem Large Penis Forum dürfte es eigentlich gar keinen Thread über mich geben. Das nur mal ganz kurz schon mal dahingestellt. Aber scheiß drauf, gucken wir uns gerade mal an, was über mich geschrieben wurde. Kapitel 2, so Jonas Ems, German YouTuber. So wie gesagt, jetzt kommen da safe irgendwelche so Fanfictions mit ihm und so Drachen. Dort gibt es diesen so Eintrag über Milch. Ich finde das, über Milch? Ich will das hier nicht belächeln oder sowas. Das ist absolut ekelhaft, dass man generell der Meinung ist, man müsste sowas erstellen oder sowas und dann auf irgendwelche Webseiten oder sowas packen. Manche Leute haben einfach gar keine Hobbys. Labro, danke schön. Jonas Ems in Klammern German YouTuber. Bin ich, German YouTuber. Der erste Eintrag wurde gemacht am 28. März 2018. Jo, also schon eine Zeit her. Aus Grund des Persönlichkeitsschutzes zensiere ich jetzt hier mal alle Nutzernamen. Der erste Eintrag wurde von jemandem aus Nordrhein-Westfalen geschrieben. Des Persönlichkeitsschutzes? Scheiß auf die, wenn die da irgendwas über dich posten oder so. Oder meint der Persönlichkeitsschutz über ihn selber? Okay. Geschrieben, was gruselig ist, weil ich von dort komme. Also es ist jetzt gar nicht so international, wie man das denkt, aber das hätte ich jetzt eh nicht erwartet, weil man kennt mich höchstens in Deutschland. Und er öffnet diesen Eintrag über mich mit Are there Legendary some member. Hot pics of him? Das gibt uns jetzt diesen Vorgeschmack, um was es in diesem Forum geht. Dieser Nutzer kriegt am selben Tag noch eine Antwort. I hope there are, but I doubt it. He has a girlfriend currently. Wobei das für mich keinen Sinn ergibt, weil es könnte ja trotzdem Bilder von jemandem geben, auch wenn er eine Freundin hat, oder? Also es könnte trotzdem heiße Bilder von jemandem geben. Ja. Hab ich gehört. So, dann schickt er aber trotzdem noch was rein. He showed his ass in a YouTube-Video, though. Und jetzt, ich zensiere für euch mal den Po, obwohl man den so auch in diesem Kurzfilm sehen kann. Das ist ein Ausschnitt von mir, wo man mich tatsächlich von hinten quasi ganz nackt sehen kann. Aus einem Kurzfilm, aber für mich jetzt auch nicht schlimm. Also jetzt eine Person von hinten nackig zu sehen, ist jetzt nicht dramatisch. Wie gesagt, das Video gibt es auch auf YouTube, auch unzensiert. Und es ist jetzt keine Einladung, da jetzt direkt hinzuklicken. Aber es würde mich wundern, wenn ich da drauf wäre. Ich glaube, er erwähnt mich. Ich glaube nicht, dass ich auf der Webseite bin. Weil
Ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, was habe ich alles von mir preisgegeben, und ich habe so gut wie gar nichts jemals gezeigt. Ich habe maximal, habe ich mich gezeigt in kurzer Hose, dass man so meine Knie sieht oder sowas. Das war's. So, weißt du, was ich meine? Ich habe noch nie meinen Fuß ohne Socken oder sowas in die Kamera gehalten. Ich bin da, ja, Beine. Ja, okay, wenn da meine Beine auf der Seite sind, dann bin ich fein damit. Aber ich will nur damit sagen, ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie, was jetzt geheim wäre oder ich irgendwie komisch finde. Wobei, komisch ist falsch, weil komisch ist es doch, dass es gerade in diesem Forum gelandet ist, außerhalb dieses Kurzfilm-Kontextes. Dazu später aber noch was mehr. Ein dritter Nutzer liefert dann noch weitere Oberkörperfreibilder von mir. Das sind auch Ausschnitte aus dem Video. Und Nutzer 1 kriegt immer mehr Bock. He's so hot, are there any nudes? Er geht direkt all in. Dann ging das jetzt ein bisschen hin und her noch. Dann gab es mal ab und zu ein paar Bilder von mir. Aber glaubst du, das sind also englisch sprechende Leute, die ihn einfach so random gefunden haben und die ihn dann so attraktiv finden? Oder das müssen doch Deutsche sein? Hier nochmal den Nachfragen. Gibt es hier noch mehr? Und wo kann man das finden und das finden? Und dann kommen hier zum Beispiel noch diese Screenshots von einem Video, was eigentlich, das war ein Survival-Video, was wir damals gedreht haben. Also einfach Überleben in der Natur. Und da musste ich so einen Fluss durchqueren. Das hatte deswegen nur Boxershorts an. Und da sieht man dann eben so Ausschnitte von mir hier, eben wie ich dort in Boxershorts stehe. Und ich finde, ich will euch das nur kurz beschreiben. Aber warte mal ganz kurz. Na, es geht sich aus, ne? Da war er schon 18. Oder? Das war 2018 und er ist 96 geboren. Oh ja, das dürfte sich gerade ausgehen, oder? Bin ich dumm? Damit ihr so ein bisschen versteht, das Video ist ja generell jetzt gerade eigentlich recht unterhaltsam, denke ich mal so. Ja, aber oh ja, sicher. Damit ihr nur ein bisschen versteht, für mich ist es trotzdem eine komische Situation, weil diese Ausschnitte hier werden halt komplett entkontextualisiert. Aber es kommt halt auch darauf an, von wo halt, also von wann halt diese Bilder sind. Und auch missbräuchlich genutzt. Hier geht es ja nur darum, hat er heiße Bilder, oh, das sieht geil aus, wo könnte man ihn noch freizügiger sehen? Und das hier war halt Teil einer Survival-Show, in der es jetzt nicht unnatürlich war, dass ich da in Boxershorts rumlaufe, aber es war nie dazu gedacht, dass es in einem sexuellen Kontext stattfindet. Das löst natürlich schon ein gewisses Unbehaglichkeitsgefühl in einem aus. So, dann geht es da noch weiter hin und her. Es werden immer mehr Oberkörperfreibilder von mir aufgetrieben. Und natürlich kann man immer sagen, ey, du hast die Bilder doch selber von dir hochgeladen. Also darfst du dich nicht wundern, wenn das passiert. Aber man darf halt nie vergessen, in welchen Kontexten ich die Bilder hochgeladen habe. Und zwar nicht dafür explizit, dass sich Leute daran aufgeilen. Dann gibt es da noch einen Teil des Forums, der einfach etwas verletzend und gemein ist. Bringt mich zu Kapitel 3, die unfreundlichen LPS-Geler. Hier, diesen Eintrag fand ich zum Beispiel so. Jetzt wird er auch noch beleidigt, oder? Unglaublich witzig. Just to remind us how incredible hot he is and bad at acting. Here's a new slowed down scene from this new video line 26 hours. War so eine Video-Kurzfilmreihe, die wir damals gemacht haben. Ist aber so gemein. Er sieht so gut aus, aber er ist so schlecht im Schauspiel. Wirklich, ist so unverblümt ehrlich, was da passiert. Aber da gibt es noch viel mehr Unhöflichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel diesen Post, ich übersetze den einfach direkt mal ganz kurz. Er ist ein unerträglicher Trottel mit einer bestialischen Nase. Seine Freundin muss ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben, denn sie könnte es weitaus besser machen. Bro, das GIF, holy shit. Junge, Legendary Member, die sind alle 2018 gejoint. Berlin. 100% gay, 0% straight. Schau dich an. Naja. Als dieser schweinsköpfige Verlierer. Ja. Oh, was hast du gegen große Nasen? Ich frage von vorne. Ein schweinsgesichtiger Verlierer, da muss das sein. Aber das Gute ist, der nächste Nutzer hat mein Selbstbewusstsein aber auch straight wieder hochgeholt. Weißt du, wie der Typ ausschaut, der das geschrieben hat? Danke dir, Ass. Ach Quatsch. Irgendwann habe ich mich dann damals von meiner Ex-Freundin getrennt und der Eintrag dazu kam dann auch direkt. Und dann, Freunde, als die wussten, dass ich Single war, ging es dort erst richtig los. Und ihr müsst wissen, wir befinden uns gerade erst bei Blog-Eintrag Seite 3 von 16. Nur über ihn? Holy shit. Also, da kommt noch richtig viel. Danach wurden dann hunderte Oberkörperfreibilder von mir ausgetauscht und ganz viele Dinge geschrieben, wie zum Beispiel so etwas hier. I wanna put my in his so bad. Pick. Mein P. Oh, was? Was hat er da geschrieben? IN? Das ist sehr befremdlich, sowas über sich zu lesen. Ich meine, ich mache Unterhaltungsvideos, ich mache keinen Erotik-Content oder Erwachsenenfilme, bei denen man dann sagen würde, okay, man muss damit rechnen, dass das Leute schreiben. Hier wird dann auch wieder meine Nase gehatet. He needs to invest in a damn nose job. Was haben die mit meiner Nase? Ist meine Nase so? Bro, von einem Menschen mit einer großen Nase zu einem anderen. Ist fein. Jonas ist ein hübscher junger Mann. So, aber ich meine, no front. Das Ding ist halt, das ist ja auch alles im Clearnet und so. Ich kann mich erinnern, da gab es einmal ein Video von, boah, oh mein Gott, das ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber das war mit urvielen YouTubern gemeinsam. Das war irgendwie mit, ich glaube, mit Alicia Joe, mit Alpha Kevin und mit dem und dem und dem und auch mit Nella gemeinsam. Ob das nicht von Gnu war? Das war doch von Gnu, oder? Warte mal ganz kurz. Jasmin, Gnu.
Nella, finde ich das? Ja, genau. Wir werden öffentlich und alle schauen zu. Mit Nero, mit Alpha Kevin, mit Alicia Joe, mit dem Parabelgitter von der Jasmin Knu. Und da hat sie eben drüber geredet. Das schaut aus wie ein Kaiser-Thumbnail. Schau dir das an. Mit dem roten Rand und so. Und da hat sie eben drüber geredet, dass es da solche Seiten gibt, auf denen da Bilder von allen möglichen so Influencern und sowas halt landen. Ob das, vielleicht war das dann sogar die Seite. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. What the fuck, der Suchvorschlag? Was war da leicht? Ich schwöre, wenn da jetzt. Warte, pass auf, ich weiß, was du meinst. Das da. Und ich kann dir sagen, warum das ist. Ich habe Kommentare deswegen bekommen. Schau, pass auf. Jesus Maria. Der fucking Opera Browser. Stopp! Ich will stoppen, das da. Liebe Brüste, es tut mir leid, darauf haben wir vor 11 Monaten reagiert. Und jetzt ist das in meinem Suchverlauf. Ich habe nicht danach gesucht, oder? Ich bin nicht einer von diesen LGBT, na, LPSG-Menschen da. The community has thousands of sexy people who love to show off. Create a gallery of your own and exchange feedback with other members. Meinem Verständnis nach müssen... Benutzen Sie immer noch Opera, ja, bis Sie mir nochmal eine E-Mail schicken, dass Sie mich sponsern wollen und dann switchen. Es ist in diesem Forum eher um Nutzer gehen, die sich gerne vor anderen Nutzern präsentieren oder vergleichen, was auch immer dort tun. Aber offensichtlich werden dort eben auch Threads angelegt von Personen des öffentlichen Lebens. Aber 16 Seiten ist halt schon crazy, ne? Mir zum Beispiel, was ich tatsächlich per se schon mal erstmal was gruselig finde. Dafür spricht auch, dass man, wenn man das Forum eben googelt, dass es da diesen Unterreiter gibt. Hier mit Models and Celebrities. Ah, lol. Jetzt sehe ich hier oben erst, wofür LPSG steht. LPSG steht für Large Penis Support. Warum habe ich auf einmal zurückgespult? Hä? Von wo kommt das jetzt? Ey, sorry, wir waren da gerade irgendwo weiter. Und dann auch direkt. Und dann, Freunde, als die wussten, dass ich Single war, ging es dort erst richtig los. Mal in das so Nase so. Gesehen. Da ich sehe das echt nicht. Ich sehe das, es ist ja cool auch, dass ich das an mir nicht sehe. Die haben da scheinbar echt ein Problem mit meiner Nase. Ja, tja, und dann wurde es im Februar 2021 plötzlich so richtig wild. Kapitel 4, Nacktbilder geleakt. Plötzlich postete ein Nutzer angebliche Leaks, Bilderleaks, die von mir auf damals noch Twitter aufgetaucht seien. Ein Bild hiervon muss ich jetzt für euch zensieren, weil klar ist, was dort zu sehen ist. Und um gerade kurz das Offensichtliche zu sagen, diese Bilder stammen alle nicht von mir. Diese Leaks sollen angeblich zeigen, wie ich mich dort eben ausziehe. Es sind Bilder quasi aus einem Snapchat-Verlauf und es gibt auch diesen Chat-Verlauf. Kann ich euch hier kurz mal einblenden, wer Lust hat, sich das durchzulesen? Ja, wer Lust hat, sich das durchzulesen? Stimmt, der hieß damals UPhone. UPhone-TV. Ich kann jetzt hier kurz mal pausieren. Ist auch nicht wichtig, was in diesem Chat passiert. Dort wird mit einem angeblichen UPhone-TV geschrieben. Hier kann ich auch direkt entwarnen. Ich hatte nie einen Snapchat-Account, der UPhone-TV hieß. Bedeutet also, das ist entweder absichtlich gefaked oder es ist jemand drauf reingefallen. Und ja, stimmt, ich habe mit ihm geschrieben. Jemand anderes hat er sich als mich ausgegeben. Ich kann es nicht genau sagen. Oh, ja, und daraufhin wurde dann wie wild rumdiskutiert. Gibt es dafür irgendwelche Beweise, dass er das ist? Das Pick könnte jeder sein und er hat ein markantes Muttermal auf der Brust, das hier fehlt. Sehr aufmerksam. Tatsächlich existiert das Muttermal auf meiner Brust und ja, das ist richtig. Oh, das ist sogar cool. Das ist sogar cool, weil ich habe ich habe zwei Tattoos auf meinem Oberkörper. Also hier und hier. Und die Leute wissen nicht genau, also man weiß ungefähr, was das ist. Aber das ist cool, weil wenn dann sowas von mir geleakt wird, ja okay, dann könnte man sagen, das war, als ich jünger war oder so. Ist auch wieder blöd. Aber du weißt nicht, wann ich mir das tätowieren habe lassen. Ha. Und auch hier schreibt jemand im Chat, heißt der UPhoneTV, was darauf hindeuten würde, dass das Ganze schon länger her ist. Der Buddy könnte grundsätzlich passen, zum Vergleich mal hier ein altes Video. Und andere Nutzer hoffen auch noch Wochen später, please let them be real, einfach mal hoffen, dass diese Nacktbilder echt sind. Bruder, einfach so richtig so auf Detektiv und so. Oh, schau mal, ich habe hier ein anderes Video. Die so forsten da so deine Videos, um irgendwas zu sehen, wo du so Muttermal hast oder so. Es wurde wirklich ein Jahr lang darüber noch gesprochen, ob das echt ist oder nicht. Und dann wurden richtig wilde Argumente über meine Beschneidung ausgepackt. Von wann sind die Bilder? Hat er sich nicht jetzt erst beschneiden lassen? Was? Hä? Kann man... Naja, sicher kann man das machen. Das ist viel zu privat, das möchte ich nicht irgendwie wissen. Creepy ist, weil klar, ich habe damals offen darüber geredet und ich könnte auch heute offen darüber reden, das ist für mich jetzt kein Thema. Aber es ist so wild, dass sich das Leute merken und dann in solchen Foren als Argumentation benutzen. Hier schreibt auch jemand, hat er sich nicht wegen einer Vorhautverengung beschneiden lassen, dann hätte er die Vorhaut gar nicht zurückbekommen. Es ist vielleicht für manche gerade voll schockierend, voll explizit. Es ist erst recht komisch, nur um das ganz kurz nochmal zu sagen, wenn man der ist, um dessen Vorhaut es geht da. Auch wenn ich die nicht mehr habe, aber es ging... Sorry. Und die einfach wieder so gemein plötzlich. Ich werde auch das einfach mal direkt übersetzen und einsprechen lassen. Er ist ziemlich nervig geworden, seit er sich auf seinen zwanghaften Tieraktivismus-Trip begeben hat, als ob er eine existenzielle Krise hatte und eine höhere Sache finden musste, die er verfolgen konnte.
Irgendwie random hat er diesen Tunnelblick im Tieraktivismus von allen Problemen in dieser Welt gefunden. LOL. Ja, danach kamen dann immer mal wieder Bilder von mir, okay, auf denen ich oberkörperfrei war oder irgendwie, irgendwelche Videos freizügiger zu sehen war. Und dass ich mit OnlyFans starte, wünschen sich die Leute bis heute in diesem Forum. Und dann habe ich mich mega bei der Recherche für dieses Video hier erschrocken, weil wirklich während ich recherchiert habe, gab es dann dort auch einen neuen Eintrag. Und zwar für die Fuß-Content-Liebhaber. Random Side-Fact, aber Was ist das für ein Gerät? Ist das da, steckst du deine Füße da rein oder was war das? Weiß das jemand? Ich meine, es schaut cool aus. Steckst du sicher deinen Fuß rein und das wärmt dich dann so oder so? I don't know. Ich habe einfach. Als ich ein Kind war, habe ich immer meine Fußmassage, das kann sein, bin ich immer in der Früh, bevor ich in die Schule gefahren bin, bin ich so duschen gegangen und dann habe ich all meine Sachen auf den Heizkörper gelegt, bevor ich so in die Dusche gegangen bin. Das war das Beste, was es jemals gab. Bruder, im Winter, dann kommst du raus aus der Dusche und ziehst dir warme Socken an. Ich hab mein Glück nicht glauben können. Einfach hier unten drunter. Ich habe mein Fußmassagegerät wiedergefunden. Ich weiß, ich habe das im Schrank gefunden, total eingestaubt und habe das heute hier einfach unter meinen Schreibtisch hingebaut und habe das auf Snapchat gepostet. Da konnte man ein bisschen meine Füße sehen und dann wurden diese Füße einfach direkt dort hochgeladen. Also es wurde erst vor ein paar Minuten da hochgeladen. Es ist richtig gruselig zu wissen, dass diese Leute einfach irgendwo saß da eben jemand am Rechner und hat das. Ich finde das gruselig. Dazu möchte ich gerne gerade noch kurz Folgendes sagen. Kapitel 5, Mensch sein. Natürlich. Ja, aber wo komme ich jetzt vor? Kann man mir immer wieder vorhalten, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Ich lade die Inhalte hoch und ich muss damit rechnen, dass Leute aus diesen Inhalten so etwas machen. Und prinzipiell habt ihr damit natürlich sogar recht. Und trotz alledem sitze ich am Ende des Tages alleine vor meinem Rechner, scrolle durch dieses Forum und spüre, wie mein Hals trocken wird, weil sich das einfach irgendwie eklig anfühlt. Da sind fremde Menschen, die man nicht kennt, die Bilder von einem hochladen, die eigentlich aus ganz anderen Kontexten stammen, auf denen man wenig anhat und die sich daran aufgeilen und sich gleichzeitig wünschen, dass man mehr und mehr von sowas postet, vielleicht sogar mit sowas wie OnlyFans anfängt und die Körperteile von einem bewerten, die ihnen nicht gefallen. Es werden Fake-Chat-Verläufe geteilt und angebliche Nacktbilder von mir veröffentlicht, bei denen andere Leute dann wiederum hoffen, dass sie echt sind, weil sie es so geil finden. Und das Gruselige daran zu wissen ist halt, dass hinter diesem Blog-Einträgen echte Menschen stecken, die diese Dinge im Kopf haben. Und lasst euch einfach gesagt sein, dass dieses Video hier, auch wenn es jetzt irgendwie unterhaltsam war, in mir ein komisches Gefühl auslöst. Ja, safe. Also nur, weil man halt Sachen im Internet postet, haben natürlich andere Leute nicht das Recht, so mit jemandem umzugehen, sag ich jetzt mal. Im Endeffekt, mir ist es wurscht, was die Leute so in ihren Gedanken machen oder sowas. Ne? Ich denke mal auch, bei manchen Leuten sehr, keine Ahnung, ich würde dir gerne ins Gesicht schlagen und ich würde, keine Ahnung, gern gegen dich Monopoly spielen und du musst 10 Runden lang herumlaufen und hast kein Geld mehr und ich habe irgendwie 5 Hotels, aber jedes Mal bist du so kurz vorm Verlieren und dann geht es noch weiter und am Ende verlierst du dann trotzdem. So, you know. Aber keine Ahnung, es ist halt irgendwie komisch. Vor allem ist halt irgendwie, ich bin froh, dass ich nicht auf dieser Webseite bin, aber ich meine, ich wüsste auch gar nicht, was du von mir posten könntest. Das Einzige, was du von mir posten könntest, theoretisch, wären halt irgendwelche gefakten Bilder oder so. Und ich glaube, also so, was so die KI-Technologie und sowas halt angeht und vor allem halt mit mir so als Person öffentlichen Lebens, dauert safe nur noch so 2-3 Jahre oder sowas, bis jeder einzelne Mensch das auf seinem Handy machen kann. Easy cheesy. Dann kannst du das safe irgendwie irgendwas cracken oder sowas und dann hast du da irgendeine App installiert, die da irgendwelche Sachen umgeht und dann tippst du einfach irgendwas ein und dann kannst du das bei jedem Menschen machen und dann ist das ganze Internet komplett randvoll mit solchen Bildern und niemand kann irgendwas dagegen machen. Allerdings, wenn das halt von allen Menschen so existiert, dann ist halt auch nicht mehr so schlimm, unter Anführungszeichen, also das hört sich jetzt blöd an, aber wenn du jetzt solche Bilder von dir halt siehst und halt jemand behauptet, dass es halt so deine Nudes sind oder so, aber es stimmt halt nicht, dann ist das scheiße, was willst du machen? Aber dann, in 5 Jahren, da gibt es von jedem und seinem Urgroßvater gibt es irgendwelche Nudes, weil es halt jeder erstellen kann. Hallo? So, jetzt geht's. Thoran, dankeschön. Und ich glaube, da nimmt das auch niemand mehr wirklich so ernst oder so. Ich weiß nicht, ob das Ganze besser macht oder nicht. Für die Leute, die offensichtlich teilweise noch aktiv meinen Content verfolgen, die vielleicht auch dieses Video hier sehen, einfach nur, damit ihr es wisst, ich werde definitiv nicht mit OnlyFans oder sowas anfangen. Das wird auch in Zukunft nicht passieren. Das ist absolut nicht mein Ding. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall aufhören, darauf zu hoffen. Ja, AI ist creepy. Vor allem, es hört ja nicht auf bei den Fotos oder sowas. Es fängt gerade erst an bei den Fotos. Ich weiß auch, vor einem Jahr oder vor nicht mal einem Jahr habe ich ein Video gemacht über KI und ich habe mich so drüber lustig gemacht, wie schlecht die Videos sind, die KI erstellt und sowas, weil die hat halt keine Ahnung, was die macht und sowas. Bruder, jetzt kannst du ja irgendwelche Bilder hochladen und das macht einfach ein Video draus. Aber komplett easy. Und wenn sich das irgendjemand in einem Jahr anschaut, dieses Video, der wird mich auslachen, der wird sagen, naja, brauchst du ein Bild hochladen oder so? Nein, jetzt gibst du einfach rein, erstell mir ein Video von Jonas Ames, wie er ein Salto macht und dann wird das passieren. Und das ist halt nicht mal unrealistisch, weißt du? Was man bei all dem auch nicht vergessen darf, ich bin Mitte 20 und ziemlich gut im Leben stehend und habe auch schon
einige abgefuckte Dinge erlebt und am Ende zieht sowas an mir auch wieder vorbei. Es gibt aber von anderen Nutzern Blog-Einträge, die das vielleicht nicht so kalt lässt. Zum Beispiel von Kaiser. Nein! Nein! Was? Das ist ein Scherz. Does anybody have any hot pics or vids of Kaiser, Austrian YouTuber? He's really hot to me. His looks, but also his sense of humor, personality charm. I'm so into it. Das ist niemand. Ist das echt? Hat das jemand nachgeschaut? Bruder, was für ein Opfer du bist. Holy shit. Das ist 2024, das könnte doch echt sein. Junge. Die Astralfrau ist zurück, na die wird's sein. Holy shit. Ja, du wirst nichts finden. Dummes Opfer, du. Naja, O steht wahrscheinlich für Opfer. Oder, och, du heilige Scheiße, ich habe einen Mini-Spazi. Naja, schade. Nee, ich fand's doch so lustig, dass es sogar über ihn einen Blog-Eintrag gab. Also, was heißt über ihn, aber einfach so, die Leute geiern einfach auf jeden Creator. So. Es ist so, ich bin jetzt nicht irgendwer. Ja, ich bin jetzt nicht, du musst jetzt nicht so tun, als wäre ich der größte Schwanz, als wäre ich da irgendein ein hässlicher dahergelaufen. Die geiern auf jeden, sogar Kaiser, schau den an, sogar den, Jonas, du Schlinge. Das ist witzig. Ah. Nee, aber jetzt mal Real Talk. Es gibt vergleichbare Foren, auf denen werden sehr viel jüngere Mädchen und Jungs veröffentlicht und Bilder von denen geteilt, die teilweise noch minderjährig sind und über die genau sowas geschrieben wird. Teilweise noch schlimmere Dinge und ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass über Mädchen und Frauen sowas noch mal krasser auch gemacht wird. Als 100%. Also es wundert mich auf Ernst, dass ich da drauf bin, aber wäre ich eine Frau, dann würde ich sagen, naja, klar bin ich da drauf. Deepfake-Geschichten oder so gefotoshoppte Bildmontagen, all das, was jetzt auch durch KI-Technik immer echter aussieht und gefährlicher wird und können das vielleicht nicht so einfach wegstecken. Und ich will nicht wissen, was das bei diesen Menschen für Gefühle auslöst. Passt also bitte unbedingt immer auf euch auf, was ihr im Internet postet, wenn ihr Kinder habt. Klärt sie darüber unbedingt auf, dass man aufpassen muss, wo man Bilder hochlädt und wem man Bilder schickt. Auch wenn es der vermeintliche Freund oder die Freundin aktuell ist, seid da sehr vorsichtig, wem ihr freizügige Bilder von euch schickt. Sowas kann ganz schnell im Internet landen und gegen euch verwendet werden. Und scheut euch auch nicht davor, Hilfe zu suchen, wenn es euch wegen so etwas schlecht geht, wenn ihr vielleicht sogar erpresst werdet, wenn solche Sachen von euch im Internet auftauchen, wenn ihr deswegen mentale oder psychische Probleme kriegt, sucht euch unbedingt Hilfe, sprecht mit jemandem darüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und an dieser Stelle bin ich gespannt von euch zu hören, was ihr zu diesem Thema, zu diesem Forum sagt. Schreibt das sehr gerne in die Kommentare und wenn ihr Lust habt und mich noch nicht... saugutes und wichtiges Video. Also ich bin froh, dass ich bei mir zu 100% sagen kann, ich weiß, dass es solche Bilder nicht von mir gibt. Und wenn irgendjemand irgendwie so ein Bild von mir finden würde, da war das wahrscheinlich in meiner ersten Beziehung oder sowas und dann ist es Kinderpornografie. Deswegen, wenn du das teilst, sehr gerne, weil dann kann ich dich da strafrechtlich verfolgen und dann landest du im Knast. Ha, das ist der wahrscheinlich der O, wenn er so ein Bild findet oder so. Na, also wie gesagt, ich habe solche Bilder nie wirklich gemacht oder herumgeschickt oder sowas und das würde ich euch auch raten. Und wenn ihr sowas macht, dann wenigstens ohne Gesicht oder irgendwelche oder ohne den Tattoos drauf oder sowas, damit du halt dann wenigstens sagen kannst, so ja, das bin ich nicht oder so. Aber ich meine, wenn ich jetzt ein Bild, weißt du, so halte ich irgendwie meinen Cock oder so, dann werde ich halt schwer dagegen argumentieren können. Aber, wie gesagt, in 2-3 Jahren sind wir sowieso alle verloren. Deswegen, wir brauchen einfach einen riesigen Stromausfall.